Nach einer ereignisreichen Testphase ist endlich das erste Rennwochenende der Saison gekommen. Willkommen zurück bei der Formel 1. Jetzt fragen sich natürlich alle, welche Teams ihre Probleme während der Testphase lösen konnten und welche schon genug Leistung bringen können, um sich früh an der Spitze zu positionieren. Die Teams werden beim Kampf um die Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft Strecken auf 5 Kontinenten besuchen. Was meinst du? Auf welches Rennen konzentrieren sie sich dieses Jahr am meisten? Ich glaube, sie freuen sich schon auf den Grand Prix in Mexiko, der erstmals seit 1992 wieder stattfindet. Und zwar im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City. Dieses Jahr kehrt Honda wieder in den Sport zurück und lässt seine erfolgreiche Partnerschaft mit McLaren, eine der größten der Formel-1-Geschichte überhaupt, wieder aufleben. Denkst du, dass Honda an seine alten Erfolge, an die Erfolge aus den 80er und 90er Jahren anknüpfen kann? Es wird nicht leicht sein, aber ich denke schon. Es waren einige harte Jahre für McLaren mit dem Verlust Hamiltons, Mercedes Rückzug als Anteilseigner und großer Teaminvestor und mit dem Ausstieg von Paddy Lowe als technischem Leiter. Dies könnte der Anfang für ihren erneuten Weg an die Spitze sein. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Valtteri Bottas hat heute eine fantastische Leistung an den Tag gelegt, auf die sein ganzes Team und er selbst zu Recht stolz sein dürfen. Er startet in der ersten Reihe und auf der sauberen Seite des Grids. Wenn er also keinen schlechten Start hinlegt, werden die anderen Fahrer Probleme haben, ihm morgen das Wasser zu reichen. Wir haben hier scharenweise Zuschauer, das wird ein fantastischer Renntag. Willkommen beim großen Preis von Australien. Valtteri Bottas hat gestern im Qualifying eine fantastische Leistung gezeigt. Heute steht er also auf der Pole. Ich glaube, dieses Jahr könnte ein sehr erfolgreiches Formel-1-Jahr für ihn werden. Ich bin sicher, dass Bottas letzte Nacht davon geträumt hat, der 4. finnische Fahrer zu werden, der diesen Grand Prix gewinnt. Und der 2. im Williams. Wenn er das schafft, dann müssen wir ihn während der Saison im Auge behalten. Wenn du Lewis Hamilton wärst, wie würdest du heute an das Rennen gehen? Gestern fehlten doch wertvolle Zehntel. Glaubst du, er packt das heute? Der Wagen ist gut ausbalanciert und er muss herausfinden, wo er ein oder zwei zusätzliche Zehntel herausholen kann, um den Unterschied auszugleichen. Here at this
Thank you.
ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Thank you.
Valtteri Bottas steht nach einem glänzenden Sieg hier in Australien an der Spitze der Fahrerwertung. Für einen Fahrer, der 2012 noch Testfahrer war, ist das wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Ich glaube, Bottas wird dieses Jahr zum Star. Die anderen Teams werden sich vor ihm in Acht nehmen müssen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tolle Leistung von Valtteri Bottas. Der Finne gewinnt das heutige Rennen. Wir gratulieren ihm und natürlich seinem Williams-Team zu dieser fantastischen Leistung. Die tolle Leistung, die wir heute von Ihnen gesehen haben, wird uns allen sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind.